Ja, ihr Lieben, ich aus der Zukunft. Ich habe wieder dunkle Haare, falls ihr euch wundert. Das Video, was ich gedreht habe, ist vom 24. Mai. So, und ich habe auch danach ein bisschen noch mitgenommen, aber nicht mehr so viel, weil es mir danach nicht gut ging. Also, ja, es ging mir einfach nicht gut. Und darum habe ich es auch bis jetzt nicht geschafft, das Video zu schneiden. Und wahrscheinlich macht das Video auch gar nicht so viel Sinn, weil das so zusammenhangslos ist, außer vielleicht Baileys Geburtstag. Aber der Rest ist irgendwie ein bisschen zusammenhangslos, weil ich es teilweise vergessen habe, teilweise ging es mir zu schlecht und darum habe ich mich nicht gemeldet. Und das wollte ich einmal kurz zum Anfang des Videos sagen, damit ihr euch nicht wundert. Aber ihr kriegt hier ein Rezept und allein das ist es schon wert, das Video hochzuladen. Und genau, ich werde mich jetzt mal dran setzen, das zu schneiden. Es tut mir sehr, 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 sehr leid. Mir macht YouTube eigentlich total viel Spaß, aber ich hatte einfach nicht die Kraft und Energie, auch dieses Video zu schneiden. Und ja, Surprise! Hier ist es. Wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag, wann auch immer ihr das anguckt. Und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich kann selbst kaum glauben, dass ich mal wieder ein Video drehe. Ich fühle mich gerade sehr unwohl, wie ich aussehe, aber I don't care, weil es gibt einen besonderen Anlass. Wir haben gerade 7 Uhr, ich stehe gerade bei Rewe. Heute haben wir nämlich den 24.04. und es ist Baileys dritter Geburtstag. Genau. Und ich habe für ihn gestern schon eine Hundetorte gebacken und dann habe ich beschlossen, wir haben keinen Kuchen für Menschen. Also muss ich jetzt einkaufen und ich mache Cheesecake-Kirschbrownies. Die backe ich mit euch in diesem Video zusammen und nehme euch so ein bisschen im Tag mit, in Baileys Geburtstag. Eigentlich hatten wir geplant, an die See zu fahren, aber das Wetter ist heute echt schlecht und da lohnt sich das einfach nicht. Genau, aber wir machen uns auch so einen schönen Tag und ich dachte, ich nehme euch mal wieder mit. So, ich bin jetzt zu Hause. Ich bin jetzt einmal mit dem Geburtstagskind eine Runde spazieren, aber nur eine kleine, weil ich dann halt gleich backen muss, damit er noch gut auskühlen kann. Genau. Ich möchte übrigens keine Kommentare wie, oh mein Gott, du behandelst deinen Hund ja wie ein Kind und so, das ist immer noch ein Hund. Nein. Es ist mein adoptiertes Kind. Und wenn ihr das nicht auch so seht, wenn ihr nicht dem zustimmt, dann seid ihr auf meinem Account falsch. Genau. Mal so kleine Randnotiz. Thank you.
So, Friends, ich habe jetzt alles fertig soweit. Ich werde mich jetzt noch mal eine Runde hinlegen, weil meine Freundin und ich uns auch gerne mal verquatschen und dann bis in die Nacht. Und da will ich halt fit sein, weil wir wollen noch die neue Folge Prominent getrennt gucken, die um 0 Uhr rauskommt. Das Geräusch ist übrigens gerade mein Wasserkocher. Ich mache mir noch eine Wärmflasche. Genau. Und dann filme ich euch nachher ein bisschen mit, mache ich nachher auch noch fertig. Aber das lohnt sich jetzt nicht vorm Schlafen gehen. So, ihr Lieben, ich habe ausgeschlafen. Wir haben jetzt 13 Uhr. Und ich mache mich jetzt fertig. Ich habe schon Haare gewaschen. Übrigens habe ich mir meine Haare geschnitten. Das seht ihr gleich. Genau. Jetzt mache ich mich einmal schnell fertig so ein bisschen. Und dann kommt mein einer Bruder nachher. Also ich habe ja drei, für die, die es nicht wissen. Aber einer ist Soria. Und genau, ein Bruder kommt. Und meine Freundin. In 2 Stunden. So kurz sind meine Haare jetzt. Ich habe mir die vorgestern, glaube ich, impulsiv selbst abgeschnitten. Weil die aber auch sehr kaputt waren durch meine Essstörung. Genau, ich muss jetzt noch so ein bisschen stylen. Aber dann bin ich ready. So, Friends, wir haben jetzt 1 Uhr. Ich habe jetzt gerade noch meine Freundin weggebracht. Ich muss halt morgen auch schon wieder um 9 Uhr beim Psychiater sein. Super. Ich habe jetzt auch gar nicht mehr so viel mitgefilmt. Aber es war ein richtig schöner Tag. Also wir haben noch so zusammen Spiel gespielt. Das war richtig witzig und richtig schön. Also es war ein richtig, richtig toller Tag heute. Total viel Spaß gemacht, Kuchen gegessen und haben dann auch so, abends haben wir noch so ein bisschen Trash-TV geschaut. Das war auch sehr schön und weiß ich nicht, es war halt wirklich ein toller Tag. Also ich bin jetzt auch fix und fertig, weil ich momentan einfach super müde bin. Also ihr müsst wissen, normal schlafe ich momentan über 12 Stunden. Das ist schon krass. Dementsprechend werde ich morgen auch fertig sein, aber ja. Ich kann mich ja morgen später nochmal hinlegen, ne? Obwohl ich mir später muss ich meine Mutter noch zur Krankengymnastik bringen, aber naja. Aber ich werde auch ganz gut einschlafen können, also ich nehme gleich noch meine Nachtmedis und dann sollte das eigentlich hinhauen. Dann merke ich einfach, dass ich total müde bin, weil ich auch so Tage, wo ich dann so die ganze Zeit in der Familie bin und unter Leuten bin, streng mich halt sehr dolle an. Auch in Bezug auf die Essstörung natürlich. Ist es momentan schwer. Genau, weil in meinem Leben ist das vorgefallen, was mich ziemlich krass zurückgeworfen hat. Worauf ich aber nicht so eingehen möchte. Aber es hat mich halt sehr krass zurückgeworfen. Seitdem ist es mit der Essstörung auch eher schwerer. Aber ich habe das jetzt in der Therapie am Dienstag das erste Mal angesprochen mal wieder. Wir haben über das Thema tatsächlich jetzt lange nicht mehr gesprochen.
jetzt zum ersten Mal mal wieder, und das ist sehr gut, dass ich mich überhaupt getraut habe, das anzusprechen. Ja, und da arbeiten wir jetzt auch dran. Ich hoffe, dass du mir da so ein bisschen, ja, unter die Arme greifen kann. Therapeutisch natürlich muss man es am Ende halt auch selber einfach wollen, aber ja, I try my best und ja, good night. Ach, kleiner Nachtrag noch, wir waren dann noch bei der Oma von meiner Freundin und die ist so toll und das hat total viel Spaß gemacht. Wir haben dann noch ein bisschen mit ihr gepuzzelt und so, da waren wir dann aber auch 2 Stunden oder so. Waren dann halt noch mehr so menschliche, soziale Kontakte. Aber es war schön. Das ist die Hauptsache. Es war schön, zwar anstrengend, aber schön. Und genau. Ja, und Reminder an euch, aber auch an mich. Euer Körper verändert sich nicht, nur weil ihr mal einen Tag mehr esst oder ungesünder als sonst. Ja, ihr einfach anders esst. So, euer Körper verändert sich nicht. Euer Körper wird der gleiche bleiben. Und das muss man sich echt immer vor Augen halten. So, es ist vollkommen okay, wenn man mehr isst. Dann braucht der Körper das manchmal einfach. Oder es gibt besondere Anlässe, die man auch genießen darf. Egal, wie der Körper aussieht. Es ist wirklich egal. Und es macht nichts mit eurem Körper. Es verändert euren Körper nicht. Und ja, das muss ich mir auch immer sagen. Gerade auch heute. Weil ich schon aus meiner Komfortzone raus war, so. Gerade Kuchen und so. Ja, also auch für mich ein kleiner Reminder. Hallo ihr Lieben und wunderschön. Guten Morgen. Ich mache mich jetzt gerade ganz schnell fertig. Ich bin nämlich ein bisschen spät dran, weil ich 15 Minuten verpennt habe. Ich muss vorher auf jeden Fall nochmal Bailey raus, zumindest dass der immer pinkelt. Und ja, muss da ja zum Psychiater. Ich meine, wenn ich da später komme, ist das eh kein Drama, weil meist muss man da sowieso voll lange warten. Also von daher wäre das jetzt nicht so schlimm, aber ja, ich mag das nicht, zu spät zu kommen. Ich mag das überhaupt nicht, aber ich wollte mich jetzt schon fertig machen, weil sonst sagt mein Psychiater immer, oh, geht's dir nicht gut? Weil ich da so fertig aussehe. Ich denke mir so, doch, mir geht's okay. Also nein, eigentlich nicht. Aber jetzt nicht so drastisch schlimm, wie er dann gleich denkt. Es ist halt einfach mein Gesicht. Es tut mir leid, aber mein Gesicht sieht halt einfach so aus. Ungeschminkt. So, ich bin jetzt da. Also ich muss noch kurz hingehen. Ich habe auf dem Parkhaus geparkt. Genau. Aber ich habe es easy geschafft. Und ich weiß halt, dass mein Psychiater noch nicht mal da ist. Weil ich sein Auto gesehen habe, da wo er wohnt. Und ich war so, ja, super. Ist halt wirklich einer, der kommt immer viel später. Also meist kommt er erst um 9:30, macht auch schon um 9 Termine, so. Leute, ich hatte jetzt nochmal eine Runde gepennt. Ich war richtig fertig nach dem Psychiater. Wir haben das aber auch besprochen. Es kommt wahrscheinlich, weil ich meine, also ich nehme eine sehr hohe Dosis von meinem Nachtmedi. Und ich habe dann wahrscheinlich am nächsten Tag so einen Überhang. Und ich soll jetzt mal gucken, dass ich die früher nehme und nicht erst kurz vorm Schlafen gehen, weil das meist nicht so früh ist, sondern dass ich die halt abends nehme. Das wollen wir mal versuchen, weil ich bin ehrlich, ich bin immer noch fix und fertig, immer noch super müde, hätte auch weiter schlafen können, aber ich musste jetzt meine Mutter zur Krankengymnastik fahren. Ja, und dann müssen wir nochmal zu Kaufland. Fix und fertig. Ah, Bailey. Wir haben eine Fliege im Zimmer. Er hasst Fliegen. Ja, Bailey, was ist da? So, ihr Lieben, wir haben jetzt 11:30. Ratet mal, wer seine Medikamente nicht früher genommen hat. Aua. Ja, naja, immerhin kann ich morgen bis 11.30 Uhr schlafen. Ich habe nämlich dann um 13 Uhr habe ich Zahnarzttermin und vorher muss ich ja noch mit Bailey rausgehen. Ja, naja, aber sonst habe ich morgen auch nichts mehr vor. Heißt, ich kann dann schlafen, jetzt erstmal abschminken. Wir haben nämlich noch
Germany's Next Topmodel zusammen geguckt und Kreuzworträtsel gemacht. Es war sehr schön. Ich werde schlafen gehen. Also gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen, Friends. Ich bin gerade mit Bailey Gassi. Ich habe bis 11 geschlafen. Hätte aber auch noch weiter schlafen können, aber dann war ich so, nee, ich will noch mit Bailey eine schöne Runde gehen, bevor ich zum Zahnarzt fahre. Und genau, das machen wir jetzt gerade und ja. So Leute, ich bin jetzt durch und ich dachte ja, mir wäre ein Stück Füllung rausgefallen, weil ich halt gemerkt habe, dass hier irgendwas war. Also rau und offen und es war aber einfach kein Stück Füllung, das mir rausgefallen ist, sondern es ist was vom Zahn abgebrochen. So richtig komisch, weil das ist nicht mal, also wenn was vom Zahn abbricht, kann man das ja oben auf dem Zahn, dass da was abbricht, aber das war einfach an der Innenseite vom Backzahn, dass was abgebrochen ist. Ganz merkwürdig, aber naja, das ging jetzt auch ohne Betäubung, weil es halt ganz oberflächlich war. Und ja, der hat da jetzt eine Füllung halt drüber gemacht. Ja. Guten Morgen, Friends. Wir haben Sonne. Ganz ungewohnt, Sonne zu haben. Aber richtig schön. Sogar meine Jacke ist viel zu warm. Ich hätte auch ohne Jacke gehen können. Ja, gestern war überhaupt nicht mein Tag, also es lief sehr scheiße. Darum habe ich auch nicht mehr viel mitgefilmt. Ja, heute habe ich jetzt aber auch nichts auf dem Zettel, außer dass ich mit meiner Mutter gleich einkaufen fahre. Aber sonst haben wir nichts mehr geplant und machen ganz entspannt. Vielleicht lese ich heute mal ein bisschen auf der Terrasse oder so. Mal gucken. Und ich hoffe, das Video hat euch natürlich trotzdem gefallen und ihr hattet trotzdem Spaß, das zu gucken, auch wenn es anders gelaufen ist, als ich es eigentlich geplant hatte. Also lasst mir gerne ein Follow da. Ich möchte auch aktiver wieder auf YouTube werden, weil es mir, wie gesagt, super viel Spaß macht. Genau, Follow da lassen, Kommentar, Like natürlich, einen Daumen nach oben, freue ich mich sehr drüber. Und auch, wie gesagt, über Kommentare freue ich mich immer sehr.